Es ist gläsern und es ist grün im neuen Stadthaus von Venlo. Alle Materialien sind wiederverwertbar. Es gibt keinen Anstrich, alles ist mit Essig imprägniert. Kurzum, es soll eine möglichst gesunde und nachhaltige Bauweise sein. Also keine Giftstoffe in den Materialien. Die Materialien, die können wiederverwendet werden. Die sind also fast alle nur verschraubt, also können das Gebäude einfach verlassen. Aber es ist auch ein Gebäude, wo wir eine sehr gute Luftqualität haben. In Großraumbüros arbeiten Chefs und Lehrlinge nebeneinander. Alles ist offen und trotzdem leise. Der Krankenstand ist niedriger als anderswo. Dieser Stil soll Schule machen in der Grenzregion. In einem eigens gegründeten Netzwerk arbeitet Projektleiter Michel Weyers dafür zusammen mit der Uni Maastricht und mit mehreren Kommunen am Niederrhein. Eine Kooperation zwischen den Niederlanden und Deutschland ist unschlagbar. Wir sind sehr gleich, aber wir sind in verschiedenen Punkten auch ein bisschen unterschiedlicher. Meine persönliche Erfahrung ist, dass man in den Niederlanden vielleicht ein bisschen schneller offen steht für etwas Neues. In Holland wird ganz schnell gesagt, okay, lass uns das versuchen. Aber wenn es schief geht, ist das sehr schade, aber da haben wir wenigstens etwas gelernt. Auf deutscher Seite wird auch oft gesagt, ja, das ist toll, aber das kann vielleicht schief gehen. Lass uns das nochmal ganz gründlich untersuchen. 2,5 Millionen Euro Fördergeld gibt es für die Etablierung eines neuen Baustils. Noch etwas mehr Geld gibt es für ein Forschungsprojekt an der Niers in Mönchengladbach. Dort wird gerade eine neue Brücke gebaut. In der bereits fertigen Hälfte sind solche Sensoren eingearbeitet. Jetzt ist die zweite Hälfte im Bau und auch hier werden Sensoren in die Schalung eingesetzt. Es ist die Idee einer niederländischen Baufirma, die jetzt mit deutschen Partnern und der Uni in Aachen in der Praxis erprobt wird. Das Ziel, Schäden an Brücken frühzeitig erkennen. Dieser Sensor erkennt, wenn aggressive Substanzen in das Bauwerk gelangen, wie zum Beispiel im Winter Auftausalz von der Straße. Der Sensor kann frühzeitig warnen, dass ein Problem auf die Brücke zukommt. Im Grunde könne man so hunderte Brücken zentral überwachen und städtische Haushalte deutlich entlasten. Wir haben 175 Brücken, die wir warten müssen. Und da kriegen wir natürlich, je früher wir eine Schädigungsvermutung haben, umso besser ist es natürlich für uns. Zurück zum Netzwerk für gesundes Bauen. So soll das neue Kreisarchiv in Viersen aussehen. Das gesunde und nachhaltige Bauen, das in Venlo schon real ist, findet ein Leuchtturmprojekt jetzt auch auf deutscher Seite. Und der Landrat ist sicher, dieses Zusammenspiel in der Euregio wird Früchte tragen. Es liegt mir auch sehr am Herzen, dass nicht nur wir hier gesund bauen, sondern dass auch unsere Wirtschaft, unsere Handwerker, unsere Bauwirtschaft partizipieren kann, an dieser Art zu bauen. Und dass es eben wissenschaftlich auch belegt ist, dass es gut ist, so zu bauen für die Mitarbeiter, für die Nutzer dieser Gebäude. Und das kann man einfach gemeinsam schneller und besser erreichen als alleine. Gemeinsam neue Techniken ausprobieren und am nachhaltigen Bauen arbeiten. Wenn EU-Fördermittel das bewirken, dann ist das Geld gut investiert. Bei uns ist jetzt Martha Heinz-Pacharren. Sie sind Manager bei der Euregio, Projektmanager für solche Dinge, die wir da gerade gesehen haben. Würden solche Projekte nicht auch durchgeführt werden, wenn es keine Förderung dafür gäbe? Die Förderung ist immer ein erster Schritt. Damit kann man so eine Kooperation aufbauen, kann man erstmal grenzüberschreitend arbeiten, kann man so ein Produkt mal in der Praxis austesten, wie man auch in dem Beitrag gesehen hat. Und die spannende Frage ist natürlich, wie es nach dem Projekt weitergeht, ob so eine Kooperation dann auch überlebt. Und wir sehen tatsächlich, dass viele Kooperationen dann auch weitergehen, dass die Leute sich kennengelernt haben. Ein gutes Beispiel ist die Kooperation zwischen der Fontes Hochschule in Venlo und die Hochschule Niederrhein. Mhm. Die haben schon viele Projekte zusammen gemacht. Dabei haben wir auch schon darüber berichtet. Genau, und dann sieht man, dass die Leute sich kennenlernen und dass man dann jetzt auch gemeinsame Bildungsangebote zusammen aufbaut. Dann haben wir eigentlich unseren Erfolg, warum Europa das ja auch fördert. Dann bauen wir Europa damit auf. Und was sind die Voraussetzungen, um die Förderung für solche Projekte zu bekommen? Das ist eigentlich ganz einfach. Es müssen sich immer eine deutsche Organisation und eine niederländische Organisation zusammentun. Das sind die Projektpartner. Die müssen gemeinsam das Projekt planen und auch durchführen. Und dieses Projekt muss entweder die Wirtschaft stärken oder die Barrierewirkung der Grenze verringern. Mhm. Und es muss dem Programmgebiet zugutekommen, das ist die Grenzregion. Da gehört Düsseldorf auch dazu. Aha, das heißt also auch selbst in Düsseldorf könnte man jetzt sagen, Genau. Wir machen da sowas Grenzüberschreitendes. Sind das denn nur solche Großprojekte oder können jetzt auch zwei Landwirte sagen, wir machen da was Schönes zusammen? Wir haben auch ganz viele kleine Projekte, die sind oft noch schöner, weil dann
Mit wenig Geld kann man eigentlich viel bewirken, also mit relativ wenig Geld. Wir fördern zum Beispiel einen Schulaustausch oder ein gemeinsames Sportturnier oder deutsch-niederländische Konzerte. Da kann eigentlich jeder, der eine gute Idee hat, kann zu uns kommen, zu Euregio, und dann besprechen wir das. Und dieses Antragsverfahren ist auch ziemlich einfach. Aha. Und der europäische Gedanke, der schwebt natürlich über allem, dass die Völker zusammenwachsen. Genau, in den Projekten arbeitet man ja zusammen. Da lernt man voneinander, da bringt man beide seine Stärken ein. Und das ist auch Europa. Das ist nicht das Europa, das ferne Europa in Brüssel, sondern das ist wirklich Europa vor Ort, hier in der Region. Und ja, das ist einfach schön zu sehen. Man sieht auch, dass jeder das versteht, dass das wichtig ist, mit den Nachbarn konkret einfach zusammenzuarbeiten. Mhm. Was ich auch selber sehr schön finde immer, wenn man dann zusammenarbeitet, dann setzt man sich automatisch auch mit dem anderen Land auseinander, mit der anderen Kultur. Und dadurch lernt man auch über sich selber viel. Dann hat man eine andere Perspektive, die man einnehmen kann. Und deshalb ist Europa so wertvoll. Ja. Ja. Und das versetzt mich in die Lage, mal einen Studiogast aus den Niederlanden zu haben. Dankeschön für Ihren Besuch bei uns und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank.